Sandra hatte sich gerade von ihrem narzisstischen Ex-Freund getrennt, als etwas Unheimliches geschah. So oft sie auch die Nummer ihrer eigenen Freunde wählte, niemand nahm ihre Anrufe an. So viele Mails sie auch schrieb, niemand antwortete ihr. Was war los? Warum reagierte niemand mehr auf sie? Es dauerte eine ganze Weile, bis sie herausfand, dass ihr narzisstischer Ex-Freund ein ganz, ganz böses Spiel mit ihr trieb. Welches Spiel das war und welche 5 krassen Dinge Narzissten nach einer Trennung tun, das verrate ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bin Buchautor, Karriereberater und Gründer der 365-Tage-Challenge, mit der ich Sie jeden Tag des Jahres begleite und wachsen lasse. Wenn Sie verstehen wollen, was bei einer Trennung in einem Narzissten wirklich passiert, dann müssen Sie sich in seinen Kopf versetzen. Ein Narzisst, der redet sich ein, großartig zu sein, toll zu sein, ein Hauptgewinn in der Beziehungslotterie. Wer ihn abbekommt, der soll, der muss sich glücklich schätzen. So glücklich denkt der Narzisst, dass er selbst sich alles Mögliche erlauben kann, zum Beispiel Seitensprünge oder Beschimpfungen oder gar körperliche Gewalt. Und wenn es überhaupt zu einer Trennung kommt, dann hat sie natürlich von ihm, dem heiß Begehrten, auszugehen. Was passiert nun, wenn es umgekehrt läuft? So war es nämlich auch bei der Sandra. Sie hatte sich von ihrem Freund getrennt, er kam abends nach Hause und das Schloss der Wohnung war ausgetauscht und sein Koffer stand draußen. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt für einen Narzissten, als verlassen zu werden. Dann fühlt er sich bis auf die Knochen gedemütigt, es raubt ihm den Atem, dass ihn jemand nach seinem Empfinden so sehr verkennt, so sehr vor den Kopf stößt, so ungerecht behandelt. Nun hilft es, wenn Sie die Psyche eines Narzissten verstehen. Warum muss er rund um die Uhr aller Welt beweisen, wie toll und großartig er ist? Warum muss er andere immer übertrumpfen? Warum will er als außerordentlicher Mensch gelten? Der Grund ist stets derselbe. Tief innen, da hält er sich für klein und da hält er sich für wertlos. Und das Gefühl, klein und unwichtig zu sein, das veranlasst ihn zu einer psychologischen Signalfälschung. So wie einige kleine Meeresfische sich bei Gefahr aufblasen, um dem Angreifer größer und mächtiger zu erscheinen, so bläst sich der Narzisst psychisch auf, um als unverletzlich dazustehen, als toll dazustehen. Oft war das seine Überlebensstrategie, als er noch ein Kind war. Nur wenn er sich wichtig machte, nur wenn er tolle Geschichten über sich und sein Leben und seine Erfolge erzählte, dann haben ihn seine lieblosen Eltern überhaupt wahrgenommen. Und jetzt mahnen Sie sich aus, was passiert, wenn ein Narzisst verlassen wird. Seine alte Wunde, dieser Selbstzweifel, den er tief innen hegt, diese Wunde platzt wieder auf. Heimlich fühlt er sich in dem Gefühl bestätigt, nichtig und wertlos zu sein. Aber weil er das nicht zugeben kann, sublimiert er seine Verzweiflung zu Wut und Rachelust. Statt sich einzugestehen, dass er verletzt ist, will er denjenigen verletzen, der ihn verlassen hat. Ohne Gnade und mit brutalsten Mitteln. Und jetzt bin ich wieder bei Sandra. Sie hat nach ihrer Trennung 5 krasse Dinge erlebt, die typisch sind, wenn man einen Narzissten verlässt. Das kann auch Ihnen passieren oder ist Ihnen vielleicht schon passiert. Und an 5. Stelle werde ich Ihnen sagen, durch welche unglaubliche Gemeinheit Sandra den Kontakt zu ihren eigenen Freunden verloren hat. Aber beginnen wir mit dem 1. krassen Ding. Noch am selben Abend, als Sandra ihren Freund vor die Tür gesetzt hatte, wohlgemerkt aus ihrer eigenen Wohnung, noch am selben Abend bekam sie einen völlig unerwarteten Besuch. Eine Polizistin und ein Polizist klingelten an ihrer Wohnung und sie baten dringend um Einlass. Sie erkundigten sich nach dem Befinden von Sandra, ob alles mit ihr in Ordnung sei, ob sie vielleicht Hilfe und Unterstützung brauche. Nach ein paar Fragen und Andeutungen dieser Art fragte Sandra, was wollen Sie eigentlich von mir? Die Polizisten drucksten herum, ehe sie schließlich sagten, wir haben einen Hinweis bekommen, dass Sie akut suizidgefährdet sein könnten.
Sandra verschlug es den Atem. Erst recht, als sie den Grund für ihre Selbstmordgefahr genannt bekam. Sie sei doch frisch von ihrem Freund verlassen worden. Es brauchte eine ganze Weile, bis Sandra die Polizisten von einem Fehlalarm überzeugt hatte und sie wieder aus ihrer Wohnung befördert hatte. Das ist die erste krasse Sache, die Sie mit einem Narzissten erleben können, wenn es zu einer Trennung kommt. Die Narzissten, die brocken ihrem Partner gern behördlichen Ärger ein. Mal erstatten sie Anzeige wegen angeblicher Unterschlagung von Gegenständen oder von Geld. Mal behaupten sie, Opfer einer Körperverletzung zu sein. Oder sie täuschen Selbstmordgefahr natürlich beim anderen vor. Oft kommt es zu juristischen Schlachten, die dem Narzissten das Gefühl von Bedeutung zurückschenken. Er, der Verlassene, er schafft es eben doch noch, den anderen zu berühren und das Leben des anderen zu beeinflussen. Eine zweite krasse Sache, die Ihnen vielleicht schon gerade aufgefallen ist: Offenbar hat der Narzisst der Polizei gegenüber behauptet, Sandra sei von ihrem Freund verlassen worden. Ein Narzisst, der verlassen wird in einer Partnerschaft, der dreht diese Tatsache gerne um. Dann ist er natürlich derjenige, der die Beziehung beendet hat. Diese frei erfundene Rolle, die schenkt ihm Macht zurück. Mal redet sich ein Narzisst diese Sicht so lange ein, bis er sie selber glaubt. Und ein wichtiger Aspekt dabei, das ist die Außenwirkung. Es ist nahezu unerträglich für einen Narzissten, im Freundes- und Bekanntenkreis als der arme Verlassene zu gelten. Deshalb tut der Narzisst oft alles, um sich selbst als denjenigen darzustellen, der Schluss gemacht hat. Der Narzisst, der manipuliert die Geschichte der Trennung, und zwar so, dass es in seinem Sinne verläuft. Und jetzt zu einer dritten krassen und auch für Narzissten typischen Sache, die Sandra erleben musste. Auf einmal beobachtete sie, wie unheimliche Dinge geschahen. In den sozialen Medien, da hagelte es böse Kommentare gegen sie und Dislikes. Immer wieder bekam sie anonyme Anrufe, ohne dass sich jemand meldete. Dann klingelte es an ihrer Tür, aber niemand stand draußen. Und schließlich wurde ihrem Bruder, der zu Besuch war, die Luft aus allen Autoreifen gelassen. Völlig klar, wer dahinter stecken musste, das war der Narzisst. Nur, das ließ sich nicht beweisen. Und dieser Psychoterror, der setzte Sandra so richtig zu. Sie fühlte sich ständig bedroht, erst recht als auch bei ihrem Arbeitgeber verleumderische Anschuldigungen gegen sie auftauchten. Diese Waffe setzt ein Narzisst nach der Trennung mit Vorliebe ein. Das ist ein Psychoterror in allen Spielarten. Auch Stalking kann dazugehören. Das Ziel des Narzissten ist es, die Gefühle des Ex-Partners zu bestimmen und zu dirigieren. Er hält die Fernsteuerung und er lässt das Angstprogramm laufen. Wenn es ihm gelingt, Panik zu verbreiten, dann befriedigt das seine Rachefantasie. Er hält das für eine gerechte Antwort auf dieses bittere Unrecht, das ihm angetan wurde, nämlich die unverdiente Trennung. Einen Hauptgewinn in der Beziehungslotterie, den wirft man doch nicht einfach weg. Und jetzt bin ich bei der vierten, und zwar einer sehr krassen Sache, die ein Narzisst nach der Trennung tut, ehe ich als letzten Punkt, wie versprochen, das Geheimnis lüfte, warum die eigenen Freunde von Sandra nichts mehr wissen wollten. Also, der narzisstische Ex-Freund, der rief Sandra an und sagte: Sandra, du weißt doch, welche Fotos ich von dir habe. Und hast du mal überlegt, was ich mit diesen Fotos anstellen könnte? Sandra hatte fast schon vergessen, dass er diese intimen Bilder von ihr besaß. Und nun sagte er: Wenn du willst, dass diese Bilder unser kleines Geheimnis bleiben, dann solltest du mal überlegen, ob du nicht wieder das alte Türschloss in deiner Wohnung einsetzt. Das ist typisch für Narzissten, dass sie ihren Partner regelrecht erpressen. Mal unterschlagen sie Eigentum und wollen es nur unter bestimmten Bedingungen herausrücken. Oder sie drohen damit, einen vor langer Zeit blau gemachten Arbeitstag an die Firma zu melden. Oder sie deuten an, eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung zu erstatten. Immer steckt dieselbe Absicht hinter dem Spiel. Der Narzisst, der sich nach der Trennung ohnmächtig fühlt, der will wieder ans Steuerrad der Macht zurück.
Er will seinen Ex-Partner leiden sehen. Er will ihn Bitte sagen hören und auf den Knien robben. Er will die Oberhand zurückgewinnen. Und dazu ist ihm keine Erpressung zu schmutzig. Am Ende bekommen Sie 3 Tipps, wie Sie sich effektiv gegen solche Narzissten nach der Trennung wehren können. Und jetzt sage ich Ihnen, was der Ex-Freund angestellt hat, um Sandra von all ihren Freunden abzuschneiden. Also, der Narzisst hatte Sandra das Mail-Passwort stibitzt, ihre Identität angenommen und per Mail eine Freundschaft nach der anderen gekündigt. Und zwar in einer so glaubwürdigen Tonlage, sogar unter Verwendung einiger Lieblingswörter Sandras. In dieser Mail bat Sandra angeblich darum, von Kontaktaufnahme zu ihr abzusehen und auch ihre diesbezüglichen Versuche, zu denen es in schwachen Stunden kommen könne, tunlichst zu ignorieren. Das war eine ganz, ganz perfide Masche. Es war ein Identitätsdiebstahl. Manche Narzissten schließen mit dieser Masche auch Verträge im Namen des Ex ab oder sie geben Riesenbestellungen auf oder sie schalten gar Todesanzeigen. Das ist alles schon passiert. Und jetzt meine 3 besten Tipps nach der Trennung von einem Narzissten. Erstens, informieren Sie die nahen Menschen um Sie herum über diese Trennung. Sagen Sie ihnen ausdrücklich, dass Sie nicht wissen, wie der Narzisst reagieren wird. Beziehen Sie auch vertraute wenige Menschen an Ihrem Arbeitsplatz in diese Informationspolitik ein und bitten Sie darum, dass Sie sofort informiert werden und alles erfahren, sofern etwas Ungewöhnliches passieren sollte. Durch diese Offenheit können Sie verhindern, dass der Narzisst einen Spaltpilz zwischen Sie und Ihren nahen Menschen oder Ihren Arbeitgeber treibt und die Geschichte der Trennung total verfälscht. Das hatte Sandra leider versäumt. Außerdem werden die anderen ein wacheres Auge auf sie haben und das ist gut so. 2. Tipp. Denken Sie immer wieder daran, warum Sie sich getrennt haben, um ein freieres Leben zu haben. Und dann machen Sie sich mal eines bewusst, was in dieser Stunde ganz wichtig ist. Dass es in Ihrer Macht steht, diese Freiheit innerlich zu behalten und zwar ganz egal, was der Narzisst von außen auch tun mag. Denken Sie bei einem anonymen Anruf nicht, was für eine Gemeinheit, dass er mir hier Angst machen will, sondern denken Sie viel besser, ach, schau mal an, wie nötig er den Kontakt zu mir eben doch noch hat, aber ich nicht mehr zu ihm. Mit der 2. Haltung, da fahren Sie eindeutig besser. Je weniger Sie auf seine Einschüchterungsversuche reagieren, desto eher wird er die Lust an dieser Strategie verlieren. Denn denken Sie immer daran, Narzissten, die sind süchtig nach emotionalen Reaktionen. Und mein 3. Tipp, wenn der Narzisst etwas Gefährliches oder Illegales tut, dann reagieren Sie nach Möglichkeit nicht selbst, sondern lassen Sie zum Beispiel die Polizei oder einen Anwalt für sich agieren. Denn in Wirklichkeit tut der Narzisst das alles ja nur, um wieder direkt an Sie heranzukommen. Und wenn er merkt, dass Sie nur noch durch Vertreter reagieren, dann verliert er natürlich die Freude an diesem Spiel. Die schärfste Waffe auf dem juristischen Weg ist übrigens kein Prozess, der dem Narzissten eine Bühne bietet, sondern es ist zum Beispiel die Ankündigung eines Anwalts, wenn Sie nicht aufhören mit der Belästigung meiner Klientin, müssen wir den kompletten Freundes- und Bekanntenkreis zum Schutz von ihr über ihr Vorgehen informieren. Denn nichts ist dem Narzissten so wichtig wie sein guter Ruf und wenn der bedroht ist, dann ist er auch bereit, sein Verhalten zu verändern. Wenn Sie so durch die ersten Monate der Trennung gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Narzisst seinen Psychoterror bald irgendwann einmal einstellt. So war es übrigens auch bei Sandra. Als sie dazu überging, seine Spielchen zu ignorieren, als sie die gemeinsamen Freunde dann doch informierte und die sich auf ihre Seite stellten, dann nahm die Zahl der Belästigungen durch den Ex immer mehr ab. Und eines Tages, da erfuhr sie um ein paar Ecken, er hat eine neue. Und von diesem Zeitpunkt an, da konnte sie wieder in Ruhe leben. Dieser Gedanke, der hilft, wenn der Narzisst nach der Trennung aus allen Rohren auf sie schießen sollte. Nach einiger Zeit ist sein Pulver doch verschossen. Aber die Erleichterung, die sie über die Trennung empfinden, diese Erleichterung, die bleibt ihnen dauerhaft erhalten.
Es kann die beste Entscheidung ihres Lebens sein. Es kann eine Befreiung sein aus einem emotionalen Gefängnis. Haben Sie bitte den Mut zu einer Trennung, falls Sie gerade in einer narzisstischen Beziehung leben und falls Sie darunter leiden. Denn das, was nach einer Trennung passiert, egal was es sein sollte, das ist nie so dauerhaft und das ist nie so belastend, wie das, was die Beziehung mit einem Narzissten an sich mit Ihnen macht. Nehmen Sie sich im wahrsten Sinne die Freiheit. Und beim souveränen Umgang mit schwierigen Menschen, auch beim souveränen Umgang mit Narzissten, da hilft Ihnen jetzt ein Geschenk, das ich Ihnen machen möchte. Und zwar mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine Methode vor, die Sie enorm voranbringen und enorm stärken kann. Mich selbst hat diese Methode zu dem gemacht, der ich heute bin. Sie werden überrascht sein, was Ihnen diese Methode bringt. Ich schenke Ihnen den Kurs für kurze Zeit und stelle Ihnen dort auch meine 365-Tage-Challenge vor. Klicken Sie gerne den Link hier oder unten in der Infobox. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.